Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Zweitkanal. Heute gehen wir in einen Kebab-Simulator mit Berkoli zusammen. Wir werden das Spiel das erste Mal spielen, Kebab-Simulator. Wir haben einen eigenen Laden. Wenn euch der Simulator gefällt, lasst keinen Daumen auf diesem Video da und abonniert ihn nicht. Den Daumen. Abonniert den Daumen nicht. Ja, ich habe meinen Charakter schon fertig gemacht, ne? Hast du deinen Charakter schon? Ja. Multiplayer. Warte, muss ich erstmal einen Charakter machen? Charakter. Ja, Menü. Yo, okay, ich habe hier meinen Charakter. Nein, ich mache meinen Charakter genauso, wie ich in echt aussehe. Dann bockt das mehr. Body Skin. So, ungefähr. So. Einen fetten Po. Kann man den drehen? Ja. Ja, du hast schon einen fetten Arsch, Digga. Das stimmt. Digga, das sieht so weird aus, ne? Digga, als würde er so die Arschbacken zusammenkneifen. Okay, wir lassen ihn groß, den Po. So. Mein Arsch ist auch groß von dem Charakter. Okay, Kopf. Haare, aber wir sehen nicht gleich aus, ne? So, es muss passen, es muss zu mir passen. Ich hab meinen so gemacht, wie mein Traumdönermann aussieht. Okay, ich mach meinen, wie ich aussehe. Schwarze Haare, so eine Kochmütze, Digga, ist auch hart. So eine Mütze bringt eigentlich gar nichts, weil dann sieht man die Haare gar nicht. Aber eine Mütze ist schon cool, schon lustig. Ah, das hat was eigentlich, aber das ist mir ein bisschen zu südländisch. Die Mütze hier auch, das finde ich gut. Die Mütze finde ich gut. Er nimmt Schiebermütze, Digga. Die Brille ist gut! Die Brille ist gut, die erinnert mich an Obito. Sieht auf jeden Fall krass aus wie du schon mal. Ja. Accessoires, Ohrringe. Kann man auch so. Warum kann man keine Punkte nehmen? Und jetzt noch die Klamotten. Ah, ich bin ein bisschen elegant. Ich bin der elegantere von uns beiden dann wahrscheinlich. Ja. Wir haben so einen eleganten und. Tja, ich weiß aber nicht, wie du aussiehst, ist das Problem. Kann sein, dass wir gleich gar nicht zueinander passen vom Aussehen her. Warum habe ich keine Socken? Das nervt mich. Damit die Füße stinken. Nein, eine Uhr wird einfach nur nerven beim Döner machen. Über die ganze Zeit ein Döner, ja. So, Haircolor muss ich eigentlich. Warum sind meine Augenbrauen andere? Ah, da. Eyebrows. Aha, mein Cut, Chat, mein Cut! Mein Cut ist drinne! Oha, Digga, das passt schon mal gut. Umut wollte auch einmal Cut in seinen Augenbrauen machen. Der hat einfach 4 Cuts gehabt in seinen Augenbrauen. Ich weiß, sah richtig scheiße aus. Also schön den Bart, wie ich ihn auch habe. Schön schwarz. Schwarzer Bart. So wie es bei dem Dönermann auch normalerweise ist. Und die Nase ein bisschen größer. Halt kurdisch. So, mein Dönermann sieht einfach perfekt aus. Nehmen wir nochmal die Brille kurz runter. Ich glaube, vielleicht könnte das nochmal... Ist das ein bisschen zu viel? Auch wenn sie mich an Obito erinnert, die Brille. Uiss. Das ist er. Das ist er, Chat. Das bin ich als Dönermann. Sag dir, das sieht aus wie ich, Chat. Passt das? Also ich als Dönermann? Ich habe grüne Augen, stimmt. Aber kann man nicht ändern, die Augenfarbe. Jetzt sieht das schon mehr aus wie du. Aber du kannst die Person. Ah, doch. Lol, Digga, warum kann man hier noch so viel machen? So, das passt. Bisschen sauer. Weil ich bin genervt, wenn ich Döner mache. Ich bin genervt. Ah, ja, ich könnte mich noch ein bisschen dicker machen, aber so. Ein bisschen dicker bin ich auch, weil ich natürlich auch die ganze Zeit esse, auch ein bisschen. Joel. Doppelkinn, ne? Ein bisschen. Ohren. Nee, doch, ich habe schon große Ohren, aber nicht so groß. Lippen. Ich habe leider dünne Lippen, sehr dünne. Kiefer. Oh mein Gott, Maximum. Boah, Digga, wie das aussah gerade. Warte, mein Bart muss aber da bleiben. Nee, dann kann ich kein Kiefer nehmen. Okay, Augenfarbe, schön grüne Augen. Genau wie in echt. Habe ich hier auch irgendwas vergessen? Nee. Bei Close vielleicht? Nee, habe ich auch nichts vergessen. Okay. Das bin ich. Das bin ich, Chat. Hamudi El Lucitu. Multiplayer. Wir gehen rein. Let's go. Es geht los. Es geht los, Merko. Unser eigener Dönerladen. Oh mein Gott, Digga. Guck mal, so. Wie ich aussehe. Siehst du mich? Ja. Uiss. Willst du einen Döner-Kebab? Kein Problem. Nicht schlecht. Okay, Ananas, ich krieg das nicht mehr aus. Mach das aus. Die Aussicht ist aber eigentlich gut, Digga. Man sieht hier New York hinten. Guck dir das an. Wir sind 2 Migranten in New York, die versuchen Fuß zu fassen mit einem Döner. Weißt du warum? Weil es clever ist, in Amerika Döner einzubringen. Die haben das nämlich nicht vernünftig. Sind wir in Amerika? Ja, wir sind Amerika. Guck dir unser Bad geht voll fit, Junge. Wir haben Regendusche. Tschüss. Boah, sieht gut aus. Ich sag dir ehrlich. Sieht echt nicht schlecht aus. Im Kühlschrank können wir nicht reingucken. Wir haben bestimmt noch nichts drin. Wir hatten nur Geld für diese eine Ecke zu sanieren. Alles andere ist noch fließend alte geblieben. Ja, komm, lass jetzt zum Dönerladen.
Okay. Zieh deine Jacke an und wir gehen zum Dönerladen. Oh, oh mein Gott. Brooklyn City. Brooklyn City. Wir gehen rein. Kommst du auch in unser Dönerladen später? Wir haben neu aufgemacht, Bruder. Hey Ladies, es gibt heute Getränke, Freigetränke für den ersten Döner, den ihr euch holt. Berko, mach das nicht. Die kommen so nicht. Okay, Bruder, mach das mal, nicht. Hier können wir unser Fleisch holen bei dieser Fleischerei. Oh, du redest mit der? Ich rede gerade mit dir. Kommen Sie in unseren Dönerladen, yeah. Ey, das sonst ist mein Vater, entführen wir Ihre Familie. Besser ist. Digga, okay. So kriegen wir niemals Kundschaft. Aber hier ist mein Vater, ich wollte den vorstellen. Warte mal, warte, komm mit. Okay, stell mir deinen Vater vor, aber beeil dich. Ayrol amca, bu benim yeni kardeşim. Hani bir böyle bir mal kardeşim var ya. Çok üzgünüm. Genau. Der hat gesagt, Dings. Viel Erfolg bei unserem Dönerladen und sowas. Dankeschön, Amca. Komm mit. Ich hab eine Idee. Okay. Guck mal, warte. Ich greif ihn an, dann rettest du ihn, den Typen, den ich gleich angreife, und dann sagst du, boah, du siehst sehr, sehr geschockt aus, komm lieber in unser Dönerladen, ruh dich ein bisschen aus, hol dir den Döner. Okay, let's go. Du musst von links, Berko. Ich geh von rechts. Hey, gib mir dein Geld! Gib mir dein Geld! Bam, bam, bam! Gib mir dein Geld! Schnell, sofort! Taschen leeren, okay? Taschen leeren, Thomas! Los! Ja! Gib mir dein Geld, schön, alles! Auch den letzten Cent, genau! Genau! Gib mir dein Geld! Geld, yeah! Oh, wer bist du denn? Oh, okay, ich lass ihn in Ruhe. Du bist neu in dieser Stadt, hä? Du siehst echt schockiert aus. Komm einfach in unseren Dönerladen. Wie, du willst mich abziehen? Ich hab selber nix. Ah, verpiss dich, Alter. Dann brauch ich dich nicht. Der will kein Döner essen. Der sagt, der isst sowas nicht. Der macht Sport. Scheiße. Hey, Beko. Sprech sie mal an. Hey. Okay. Hello, Lady. Scheiße, Alter. Sie sind viel zu alt, Digga. Gehen Sie mal weiter. Hä, hey, so macht man das nicht. Nein, lass einfach in den Dönerladen reingehen. Ich will nicht. Hey, Başoğlu Market, hä? Bruder, wir sind im türkischen Viertel. Aber ich hoffe, hier hat noch keiner Döner eröffnet. Das wäre richtig katastrophal. Da hinten ist ein Laden zum Verkaufen. Den müssen wir erstmal kaufen. Komm mit. Schnell, bevor irgendwer anders den kauft. 50.000. Create a menu. Warte mal. Ich habe gar kein 50.000. Ich gehe mal kurz zur Bank. Ich guck mal, wie viel ich auf der Bank habe. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was. Warte mal. Ich habe Schulden. Wir sehen hier die ganzen Shops. Korkmaz Greengrocer. Bruder, hier ist sogar türkische Bank. Terebank. Ja, Bruder, da bin ich leider... Ah, warte mal. Den Laden hier. Das ist unser Laden. Wir müssen unser Menü... Ich hab ein Menü gemacht. Alter, guck dir diesen Laden mal an, Bruder. Mach du, ich räume mir schon mal auf ein bisschen. Ja. Keiner macht sauber. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können, tatsächlich. So, okay. Sauber. Und dafür brauchen wir bestimmte Sachen, aber... Lass am Anfang Basic anfangen, würde ich sagen. Oder erstmal Döner. Ich habe halt jetzt Grilled Beef gemacht, ne? Wir können halt noch keinen Döner machen. Wir haben hier nicht mal Licht, oder kann man das Licht irgendwie anmachen? Ah, doch, hier. Du Scheiße. Boah, viel besser. Hier ist ein bisschen dreckig. Haben wir vielleicht so Putzsachen und so, mit denen wir... Bisschen was sauber machen können. Sonst Kohle und so haben wir schon mal, das ist gar nicht schlecht. Guck mal hier hinten. Digga, was ist das denn für ein Raum? Ich glaube, eine Abstellkammer, weil sonst kann man hier nichts machen. Ist da, guck mal, ob da ein Besen ist. Ich glaub, Besen ist. Ja, gut, ich weiß, wie wir die Leute hier hinbekommen. Was hast du denn in der Hand? Und warum guckst du so komisch, Digga, dabei? Hör auf, Digga, wir kriegen direkt einen schlechten Ruf wegen dir. Okay. Wir versuchen wirklich einen Laden ganz normal und ganz vernünftig. Das ist das Wichtigste von einem Laden. Das stimmt. Wir brauchen auch YouTuber. Wir müssen Abu Goku und so einladen, dass die hier das Essen probieren. Ja, die müssen Foodtest machen. Warte, soll ich öffnen? Soll ich den Laden öffnen? Das Problem ist, wir haben noch keine... Nein. Noch nicht, wir brauchen Produkte. Wir brauchen hier Fleisch und sowas, weil wir haben hier kein Fleisch. Grilled und das geht halt gar nicht. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Ribeye, schwarzen Pfeffer, Grillen, Tomaten, oha! Okay, warte mal, wir machen das so. Du gehst jetzt in diesen Greengrocer... Und du guckst, was du da findest, und ich gehe in den anderen Laden und ich guck, was ich da finde. Weil hier haben wir noch einen Edeka. Okay, ich gehe erstmal das Fleisch kaufen. Ja, geh du das Fleisch kaufen, ich gehe in Edeka. Oh, Salam Aleikum. Moin, Thomas. Was gibt's denn hier? Mein Fleisch. Okay, wir haben hier Kohle, wir haben hier Teller, die brauchen wir. Schon mal zwei Teller, wobei wir hatten Teller, ich Dummkopf. Wir haben hier Messer, schöne. Meatstock. Hast du gerade 1000 Euro ausgegeben? 1000! Ich hab 1000 Euro ausgegeben. Wie viel Fleisch hast du gekauft? 5 Steaks. Digga, Steak ist teuer. Tschüss.
Ich habe Salz gekauft. Ich mach schon mal den Kühlschrank alles. Gut. Pfeffer auch, kauf auch Pfeffer. Ja, ich gucke gerade, dass wir alles brauchen. Salz, schwarzen Pfeffer. Ich hole mal direkt zwei Salz, ist ein bisschen besser. Schwarzer Pfeffer. So. Black Pepper. Fleisch ist da. Bin ich dumm? Wo ist Black Pepper? Dann. Alter, ich hab das Gefühl, ich bin blind. Digga, wir sind ein Dönerladen. Was für Chicken lässt Tomatosuppe, Hotdog. Ja, das bieten wir einfach alles an, Bro. Wir wollen hier die ganze Stadt übernehmen. Ihr darf kein einziges. Darf kein einziger Restaurant noch offen haben nach uns. Schau mal, am Anfang müssen wir den Basic Stuff verkaufen, aber später können wir Pide verkaufen, Lahmacun, Kebab. Okay, wir brauchen Tomaten. Hast du diese Liste bei dir? Ja, ich hab die Liste bei mir. Hier ist alles locked, leider. Gibt's hier irgendwie Tomaten? Tomato-Paste. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich wirklich Tomaten. Und dann, Nein, geh du mal in den anderen Laden, bitte. In diesen Green Cars und guck mal, ob die Tomaten haben. Und Parsley auch, Parsley. Parsley-Piece, ja. Geh mal bitte in den anderen Laden. Ich glaube, da in diesem Green Cars Laden. Ah, ja, hier gibt's Gemüse. Dann kaufe ich schon mal Pfeffer und, den anderen Rest. Wir haben mein Gemeinschaftskonto. Ja. Ups. Okay. Parsley habe ich auch. Ich pack mal die Sachen hinten in den... Da sind alles schön frisch. Warte, wo hast du denn die Sachen hingelegt bisher? Ich leg mal Salz erstmal hier hin, bis wir eine vernünftige Ordnung reinbringen. Also Salz packe ich mitnehmen, die Musikbox, wenn das erstmal passt. Und den Pfeffer packe ich einen darunter, okay? Dann weißt du ganz genau, Pfeffer ist unten, weil die sehen gleich aus. Das Gute ist, es steht wenigstens dran. Ist da oben so S und P oder wie? Ich weiß nicht. Wir haben leider 10 Teller. Das war ein bisschen unnötig, dass ich 2 Teller gekauft habe. Mein Fehler, Bro. Tut mir leid. Vielleicht geht meiner kaputt. Parsley. Nimmst du das Parsley? Packst du das auch da rein oder was? Warte, guck mal. Warte, muss man Tomaten und so gefrieren? Du gefrierst Tomaten gerade, ne? Ich weiß nicht, ob man das macht. Wo soll man das sonst hin machen? Ja, daneben, wenn man... Ich weiß nicht, ob man Tomaten gefriert hält. Ja, aber wir haben ja sonst nichts anderes. Ja, doch, hier den Schrank, aber... Ich weiß... Doch, Tomaten... Tomaten gefriert man. Schon in den Kühlschrank. Was sagt man nicht? Du machst in Real Life Tomaten nicht in den Kühlschrank. Doch, unten halt in so einem Gemüseding. Ja, gut. Ist mir auch gerade eingefallen. Der ist so verschimmelt nach einer Woche immer. Okay, wir haben jetzt eigentlich die Zutaten. Ich kann den Laden öffnen, oder? Für unser erstes Menü. Also, bis jetzt... Also, wir können halt noch nichts anderes aufmachen. Ich schau mal noch, ob es irgendwo so Besen und sowas gibt. Ja, mach du mal, ich öffne aber schon mal den Laden. Dann können wir schon mal die ersten Kunden annehmen. Oder meinst du, die kriegen dann ein schlechtes Bild von unserem Laden? Eigentlich muss schon sauber sein, ja. Ja, komm, Digga, wir machen das hier gründlich. Gibt es überhaupt einen Besen oder ist der Boden einfach dreckig? Nee, Digga, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin hier bei Beers Pub. Hier kann man, glaube ich, einfach Alkohol kaufen. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Ich guck trotzdem mal, was man hier kaufen kann. Champagner, Pilsener, Cocktails und so. Das bieten wir bei uns nämlich nicht an. Gibt's hier noch irgendwie Warehouse? Ah, okay. Guck mal, wir können sogar hier so... Drück mal auf dein Tablet und dann auf Warehouse oben links. Da siehst du, da können wir auch so... Ah, online Sachen bestellen. So wie Stühle und so. Ja. So einen Doppeltisch würde ich tatsächlich vielleicht sogar schon holen, Real Talk. Weil wir haben nur 2 kleine Tische. Wir können auch... Ich bestell mal einen, okay? Sollen wir auch so ein Schild holen, wo wir dann so... was drauf signieren können, unseren Namen. Wie sollen wir unseren Laden nennen? Warte, machst du das gerade? Nenn unseren Laden, warte, wir müssen überlegen. Nenn unseren Laden... Kannst du mir mal kurz die Tür öffnen, auf korrekt? Ich platziere mal kurz hier diesen Vierertisch. Schön am Fenster, Digga. Da haben die Leute mehr Bock zu sitzen. Was wäre ein guter Name? Sei ehrlich, oh nein, ich hab's ein bisschen verkackt. Berko, ich hab's verkackt, es tut mir leid. Was hast du gemacht? Digga! Ja, Bruder, das hat man nicht gesehen. Man konnte es easy platzieren. Ich hab sogar ein bisschen Platz freigelassen. Jetzt kann man sich hier nicht so... Man kann sich aber noch immer hinsetzen hier. Sehr stark, ey. So sieht's viel besser aus. Okay, ich würde sagen, wir nennen unseren Laden... schwer. Wie wär's mit Döner auf jeden Fall? Weißt du, warum? In Amerika weiß man nicht, was Döner ist. Deswegen würde ich den Namen Döner mit hier reinnehmen, weil für die ist der so exotisch. T-H-E-E. Wir sind ja nicht in Deutschland. Nein, ne? Gerade darum geht es doch, dass wir das eindeutschen. Der Döner. Und dann denken die sich so, wow, hier gibt's der Döner. Ah, okay. Der Döner, der eine. Und die merken das, was Deutsches sind da. Boah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Schwarz. Kann ich das jetzt sein, Digga? Wow. Das sieht gut aus. Wir können da gar nicht unseren eigenen Schrift drauf machen. Doch, wir können so Logo. Kann man. Doch. Ich mach das. Lass mich. Soll ich machen? Ich bin schon dabei. Ich bin auch da drinnen. Ja, okay. Okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen zu... Das ist zu groß, ne? Ja. Das muss man kleiner machen irgendwie. Warte, gab es auch ein größeres Schild? Die sahen alle gleich groß aus. Hast du denn überhaupt nachgeguckt? Die sind alle gleich groß. Ich schau gerade auch wieder. Aber für die Schrift kann man doch bestimmt kleiner machen. Das kann doch nicht sein. Nee.
Man kann nur die Farbe. Ich weiß, was wir machen können, theoretisch. Das gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Wir lassen das eh weg beim Döner. Wenn wir das eh wegnehmen am Anfang, nehmen wir auch das eh am Anfang weg. Also das eh am Ende weg, das eh am Anfang weg. Dann haben wir Dr. Döner. Checkst du? Okay. Checkst du? Check. Dr. Döner. Aber eigentlich heißt es der Döner. Der Döner. Verstehst du? Ja. Und dann haben wir ein Wortspiel. Ein paar Amis werden sagen Dr. Döner und dann lachen die Freunde aus, die Türken sind oder Deutsche und sagen, das heißt nicht Dr. Döner, das heißt der Döner. Ja, das ist echt. Und dann gibt's Ding, dann gibt's direkt was, worüber die Leute sprechen. Genau, und dann machen wir direkt einen TikTok am Anfang, wo wir diesen Witz bringen. Willkommen bei der Döner. Der Döner. Und nein, wir sagen, danke schön, Dr. Döner, richtig guter Döner. Und dann lachen die ihn alle aus in den Kommentaren. Wow, stark. Okay, gut. Guck sie an. Oh mein Gott. Der Döner. Gut, das heißt, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für uns, okay? Ja. Hallo, kommt hier, neue Dönerladen. Neue, kommt stark. Alle rein. Mashallah, neue Laden. Neue, wir haben neue eröffnet. Dr. Döner, ich meine der Döner. Sofort, du warst bei Sport trainieren? Kein Problem, jetzt ein Döner, Iskender, Beiti Kebab, Shish Kebab, was du willst. Okay, ich glaube, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, und jetzt können wir den Laden für eröffnet nennen. Warte, you must serve a dish to open. Warte, wir müssen erst eins machen. Dann müssen wir es erst jetzt hier machen. Digga, wo kochen wir überhaupt alles? Okay, Tomato-Slices, okay. Warte, ich mach die Tomaten. Mach du was anderes in der Zeit. Ich bin kein gelernter Gastronom, ich weiß nicht richtig. Okay, ich hab Tomato-Slices schon mal. Ist das überhaupt an hier? Preparation, Trends. Warte, wir müssen, glaube ich, slice a Ribeye. Hast du ein Ribeye gekauft, Bro? Okay, dann mache ich das kurz. Wir haben nicht mal Schneidebrett dafür. Doch, wir nehmen die Tomaten jetzt hier erstmal runter und packen die auf den Teller. Und nehmen jetzt das Schneidebrett dafür. Wir sind hier komplett, sind hier sauber geackert. Slice a Ribeye. Okay, wir müssen es slicen. Stell dir vor, wir kacken rein, Rosins Restaurant kommt bei uns rein. Okay, so haben wir. So, add to a Ribeye slice Salt und Pepper, 3 Gramm. So, dann nehme ich erstmal Salt. Und Salz ist mit 3 Gramm. Ach, wir müssen noch zurück. Kohle kaufen, um das Fleisch zu braten. Wir haben hier Kohle. Oh, okay. Dann nochmal ein bisschen Pepper. Ich sag, der ganze. Warte, das hat aber erst 1 Gramm. Der Kohle. Wie muss ich da reinmachen? Oh mein Gott, ich habe eine ganze Verpackung verschwendet. So, ich hab jetzt beides gerade mariniert. Ja, ist egal, das können wir auch im Nachhinein noch benutzen. Okay, so, gut, jetzt müssen wir das auf ein Plate machen. Nein, beide Seiten jetzt grillen. Beide Seiten grillen. Aber wie geht das an? Das ist die wir Frage. Brauchen Feuer, oder? Ah, warte mal, was ist das hier? Haben wir. Was ist das denn? Ja. Ja, sehr schön. Feuerzeug, ich habe eins. Sehr schön. Uch. Und jetzt müssen wir das Ding hier aber darüber ziehen, oder? Oder geht das? Meinst du, das geht so schon? Das geht vielleicht so schon. Das geht so schon. Sehr schön. Wow, Berko! Let's go! Gib Check! Geil, Digga. Sehr geil. Okay, wir müssen gleich auf jeden Fall die Seite. Ah, man sieht, wann man die wenden muss. Okay, wir wenden gleichzeitig. Ich gehe auf die andere Seite, okay? Wir werden perfekt wenden, Berko. Okay. Aber die Hälfte ist, glaube ich, schon die eine Hälfte. Deswegen ist es pausiert. Wenden! Ab wann muss man das denn wenden? Mit R! Jetzt! Sehr schön, jetzt wird die andere Hälfte. Oh! Ich nehme schon meinen Teller. Eine Platte. Da packen wir das gleich raus. Ich würde sagen, wir nehmen zwei, ne? Wir haben ja zwei Gerichte gemacht, soweit ich weiß. Wir brauchen mehr Tomaten, aber dann warte. Ah, aus 1 kann man 2 machen, oder was? Ich glaube. Ich glaube, das ist durch, oder? Müsste durch sein. Ja, nee, es kann auch besser werden. Oder vielleicht verbrennt das dann? Wenn das zu viel wird? Ich glaube, das ist durch, Bro. Flippen wir es noch einmal? Ich glaube, das müsste durch sein. Ja, wir nehmen's. Sonst verbrennt das hier gleich noch. So, ich pack mal hier das Fleisch erstmal auf Ovalteller. Kannst du auch erstmal hier drauf packen. Parsley brauchen wir. Nein, mach's noch nicht da drauf. Mach's noch nicht da drauf, Berko. Die Tomaten arbeiten sich doch ein in das Fleisch. Dann schmeckt man nur Tomaten in dem Fleisch. Okay, wir bereiten erstmal die Teller zu und das Fleisch geben wir am Ende hinzu. Checkst du? Ah, okay. Grill okay. Each side. So, Grill Tomato müssen wir jetzt auch grillen. So, rauf da. Beides drauf da. Sehr schön. Die Tomaten hätten wir eigentlich danach slicen müssen, aber ich glaube, das geht auch so. So, und dann müssen wir das beides auf einen Teller geben. Und dann haben wir es, Berko. Oh mein Gott. Pack mal die 2 kleinen Teller weg, bitte.
Die sind nicht mal dreckig, Digga. Das ist nicht schlimm. Ja, wir lassen die da. Ich will nur, dass die waren im Weg gerade. Einfach, wir haben Steak drauf gemacht und das wieder da reingetan. Ich hab die ersten Tomaten. Das muss gut aussehen, Bergwood. Das muss gut aussehen. Nein, weg damit. Mach mal deine weg. Soll ich's auf Boden schmeißen? Nein, mach deine weg. Und pack die auf den Tisch. Pack die auf den Tisch. Auf den deinen Teller. Ich habe meinen Teller angerichtet. Mach auch so perfekt wie ich mit drehen. Du kannst das Fleisch auch drehen, dass das gut passt. Das soll schön aussehen. Rotate. Oh, Berko, unser erstes Essen. Warte, da fehlt jetzt noch was. Ja? Parsley. Ach stimmt, Parsley Pieces, 2 Stück. Alter, kriegst du daraus 2? Lass mich mal versuchen. Ich kann das, ich bin kein gelernter Gastronom, tut mir leid. Aber man kann das hier nicht schneiden. Man muss erst waschen, glaube ich. Ah. Oder? Ach, take piece! Einfach nur ein mit F ein Piece nehmen. Checkst du? Und 2 Stück hinzugeben. So, du musst aber schön anrichten, Berko. Genau, wir haben wie genau gleich gedacht. Wir müssen drauf insgesamt? Wir haben es. 2 Stück. Surf hot. Und wir müssen es heiß serven. Haben wir so irgendwas, was es heiß hält? Nein, ne? Ich glaube, der Teller ist noch warm genug. Ja, okay, dann müssen wir jetzt schnell öffnen. You must serve a dish to open. Ja, warte mal, wie sollen wir das denn jetzt serven? Sollen wir das jetzt hier einfach hinlegen oder was? Boah, ich würde das am liebsten selber essen. Ach, wir sollen es hier reintun. Surf, ich hab's. Baking, 96. 1,5 Sterne. Kannst du das andere auch? Warte, wir machen jetzt erstmal auf. Da können die Leute das sehen. Pack das erstmal nach hinten, damit das ja hier nicht einfach so steht. Damit die denken, wir machen das frisch gerade. Ja, genau. Okay. Hallo, willkommen in unserem Laden. Ja, genau das, was sie haben wollen, haben wir nicht. Was? Die will irgendwie Kartoffeln noch dazu. Hey, die nimmt sich das einfach. Hast du das andere auch reingepackt? Nein. Ah, ein Essen reicht für 4 Leute, glaube ich. Hat einer mal im Chat geschrieben. Sehr gut, Berko. Okay, warte, vielleicht können wir jetzt direkt mit den Leveln. Okay, erst ab Level 3 können wir das nächste machen. Okay, jetzt muss erstmal noch der nächste kommen. Gut, dass wir mehrere Tische haben. Jetzt können theoretisch immer noch Leute rein. Oh mein Gott. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Die hat $100 gegeben dafür. Was? Er hat irgendwas. Er will irgendwas. Ja? Hallo? 100, Berko. Der nächste, ich nehm seinen Teller. Digga, es läuft so gut, Digga. Wir müssen seinen Teller sauber machen. Mach du Kundschaft. Okay. Guten Tag, lieber Herr. Setzen Sie sich. Sie können sich gerne hinsetzen, wo Sie mögen. Ich würde Ihnen vorschlagen, einen Fensterplatz zu nehmen, damit es auch vorzüglicher für Sie schmeckt. Ja, gerne. Nehmen Sie doch was. So, okay, wir brauchen das andere Essen. Wo hast du das andere Essen hingetan? Ah, hier. Hier. Grilled Beef. So, ich stelle mich hier an die Seite, damit die nicht auch belästigt sind. Ah, ja. Aber Heat haben wir 0% bekommen. 100. Oh nein. Overcooked und cold. Was? Es wird leider, weil es nicht frisch ist. Oh, ja. Das kann sein. Guck mal, wir kriegen jetzt von allen 100. Es kann sein, dass die anderen uns jetzt weniger geben. Mach du ruhig jetzt ein bisschen weiter. Ich bin Tellerwäscher. Ey, wir müssen weiter Fleisch braten. Ich brate wieder Fleisch. Nein, ich glaube, danach kann man vielleicht was anderes auswählen, wenn wir Glück haben. Sicher? Ja, wir warten einfach ab, dann kommen. Wenn jetzt ein paar kommen, die ein bisschen warten müssen auf ihr Fleisch. Bruder, ich muss bei meinem Türken auch warten, bis ich mein Essen bekomme. Ja? Ja, danke sehr. Ah doch, wir haben 100 bekommen. Sehr schön. Schmeckt, alles gut, schmeckt. Meine Sohn hat gemacht. Oh, der ist, glaube ich, der Letzte, der jetzt was bekommen kann. Ja, nehmen Sie sich, hier. Haben wir schon alles vorbereitet. Finger nach oben. Mal gucken, ob er uns auch 100 gibt. Ich glaube, der Nächste, ja, wir sind Level 2. Oh mein Gott. Und es wird gleich dunkel. Nehmen Sie sich. Ja, genau das, was Sie wollen, haben wir ja auch. Und auch nur das. Das war's. Und jetzt auch zu. Der Laden ist zu. Die essen, Berko. Die steckt Gabel in ihr Auge. Was ist denn los mit ihr? Ja. What the fuck? Auch 100, dankeschön. Kommen Sie gerne wieder. Guck mal, wie der läuft, Digga. Kommen Sie gerne wieder, danke. Es hat uns echt gefreut, dass Sie hier waren. Berko, wir haben so viel Geld gemacht. Wir haben fast unser ganzes Geld wieder raus. Bruder, ich habe meine Hände nicht gewaschen, nämlich war scheißen.
Hey, guck mal, Berko, ich kann sauber machen. Ja, man muss sich einfach nur hinknien, bücken. Den Boden? Ja. Ah, ich seh's. Damit haben wir auch unsere Teller gewaschen, aber ist egal. Muss ja keiner wissen, weißt du? Das sieht doch gut aus, das sieht doch gut aus. Guck mal, unseren Pfeffer und so können wir hier machen, ne? Stimmt. Ah, Mixing Bowl. Ah, dann schmeckt es vielleicht auch ein bisschen besser. Weil es so mehr verteilt ist, weißt du? So. Das Fleisch hätten wir hier marinieren sollen. Wir können, das nächste, was wir machen müssen, ist halt wieder Grilled Beef, weil wir Level 3 sein müssen für das nächste Gericht, weißt du? Boah, danach kommt Hähnchen. Okay. Ja, warte, wir können ja auf unserem Tablet gucken, ob man theoretisch auch... Man kann Köche einstellen irgendwann, Juan. Haben wir freigeschaltet. Der ist so Meat Grinder. Der bringt auch Döner-Cooker mit und so. Ha, nee, das ist unser Level, glaube ich. Jetzt gerade sind wir nur ein Juan. Nee, das macht keinen Sinn. Das darf nicht sein. Das wäre richtig rassistisch. Oh mein Gott, wir können irgendwann sogar einen Dönerspieß kaufen. Ja. Also, die Spießdinger. Stands können wir verschiedene holen. Wir können so, aber halt erst ab bestimmten Leveln. Wir können Farbe. Sollen wir das unser Laden bemalen? Sollen wir eine andere Farbe geben? Ich wäre für so einen Holzlook. Das ist immer sehr warm und das haben wir jetzt gerade auch freigeschaltet. Ich würde hier so einen dunklen Holzlook nehmen. Ja, Mann, Holz mit so grünen Elementen vielleicht. Soll ich? So, mit so Pflanzen und so, ja, Mann. Ich nehm grünes Holz dann. Aber wir müssen schlafen gehen, ne? Ja, ich nehme jetzt erstmal olivgrünes Holz. Oha. Sieht schon viel besser aus. Kostet zwar ein bisschen, aber ich glaube... Schon teuer, Bruder, schon teuer. Ja, das passt. Wer schön sein will, muss leiden. Ich sag's dir. Wir müssen für die Leute was Besonderes bieten, weißt du? So, guck mal, wie viel schöner es jetzt schon aussieht. Vorher sah es ein bisschen aus wie ein Gefängnis. Es ist schon viel besser. Gut, dann würde ich sagen, closed. Ich habe zugemacht. Wir haben auch alles sauber gemacht, ne, oder? Haben wir alles sauber gemacht? Ja, ich habe alle Teller geputzt. Hast du gut gemacht, danke dir. So, dann gehen wir schlafen, würde ich sagen. Unendlich. Dann gehen wir schlafen. Wo waren sie zu Hause nochmal? Pass auf, ne, nicht, dass wir abgezogen werden. Ne? Du hast kein Geld mitgenommen, oder? Wir machen auch Dings, ne? Also ich zieh kurz meine Jacke aus. Ja. Kasse machen wir schwarz. Finanzamt darf nicht wissen. Ja. Bei Dönerladen immer so. Level 2 geworden. Oha. Wir haben heute minus 3700 Expenses, also ausgegeben und 800 nur eingenommen. Ja, aber ich glaube, die ersten Ausgaben sind halt immer höher. Du musst halt erstmal ins Minus gehen, um irgendwie Plus zu bekommen. Digga, wir müssen beide in einem Bett schlafen. Wir schlafen einfach in einem Bett. Lass Tag 2 auch noch machen, oder? Oh, schön. Ich fühle mich ausgeschlafen. Hey, du bist rausgegangen. Ich bin auch automatisch dann rausgegangen. Lol. Moselle. Hey, wer ist das denn? Koch, guck mal. Ah, look, whatever here. The apple doesn't fall far from the tree, does it? Yes. I've seen this place rise and fall. You must be... Let's hope you're not another disappointment. Ich bin kein Disappointment. Unser Vater hat der Laden gehört. Er sagt, dass unser Vater ein Disappointment war. Only the strongest survive. Let's see if your little venture can withstand the heat. Er will uns haten. Get the gourmet authority approval first and then maybe I'll be willing to confront you. Einmal. If I'm in a good mood. Haha. Good luck, newbie, if that's possible. Der Wichser, der hat uns schlecht geredet. So, es gibt so Dings. Ränge. Gourmet-Köche und das sind so Chefköche, die kommen und bewerten unser Essen. Wenn die kommen, müssen wir richtig aufpassen. Juan. Wenn Juan kommt, müssen wir aufpassen. Ja. Komm rein, ich mach auf direkt. Ah nein, wir müssen erstmal unser Menü. Okay, dann nehme ich, ich nehme Grilled Beef wieder. Wir können nichts anderes machen und wir haben die Utensilien eh schon dafür. So, ja, dann lass uns das Essen machen. Mach aber nur eins, oder? Geht das zufällig? Mach das eine noch nicht. Mach nur das eine. Dann machen wir das andere frisch. Aber wir können ja eh nur das anbieten. Ja, ich weiß, aber dann haben wir das andere nicht unfrisch. So, warte mal, ich guck mal, ob wir das mit Salz und Pfeffer hier machen können. 1, 2, 3. 3 Gramm. 1, 2, 3. 3 Gramm. Und jetzt schön das Fleisch einmal hier einmassieren. Geht das? Das geht nicht, Bro. Boah, ist ja fast runtergefallen. Ja, das geht leider nicht. Man muss es selbst einfach so... Okay. Aber egal. Passt. Hä? Mir ist aufgefallen, ich kann nicht schneiden. Ah, warte mal, hä? Warum hat das jetzt nichts abbekommen? Ah, jetzt. Gut. Ich koche. Nusret-Style. Das muss auch noch gemacht werden. So.
Ja, na, aber nein, ich will noch nichts. Ich will das noch nicht draufpacken, ne? Aber umso länger mariniert, umso intensiver ist der Geschmack. Ja, okay, stimmt. Marinieren kannst du schon mal, hast recht. Guter Call. Ja. Dann schneide ich schon mal die Tomaten. Kannst du das Fleisch vielleicht schon mal wegtun? Ja, so ist gut. Passt. Das Messer ist hier ein bisschen gefährlich. Ich mach das hier. Hoch. So, die Tomaten können wir eigentlich dazu. Warte! Eigentlich müssen wir die Tomaten anbraten und dann schneiden, ne? Ja, aber ist egal, das kann man auch so machen. Das war gerade eben. Vielleicht ist es sogar geiler. Wenn dann auch ein bisschen von innen so krustig wird, weißt du? Ja, das stimmt eigentlich. Ah, wir müssen flippen. Wir müssen flippen. Es wäre sonst fast verbrannt. So, jetzt nehmen wir noch ein Slice hiervon schon mal. Noch eins. Schön hier hin. Warum flippst du's? Aus Versehen. Alles gut. Warte, jetzt flippen. Nee, es passt schon, fertig. Es ist schon fertig. Jetzt fertig, okay. So. Ey, du hier hast rein. Das Fleisch bei mir auf den Boden geworfen. Nee. Bei dir? Ja, das lag bei mir auf dem Boden einfach. Aber war das nur ein Bug oder lag das ehrlich auf dem Boden? Hast du aufgehoben? Das war ein Bug. Achso. Okay, wir haben jetzt gesurft. Und, oh mein Gott, besser, viel besser als vorher. 1-7. 1-7, Bro. Wir haben geöffnet. Kommt rein. Kommen Sie. Wir müssen aufpassen, falls Juan kommt. Was, wenn Juan kommt? Dann können wir ja gar nichts ändern, ne? Juan könnte jetzt eigentlich kommen. 1-7 ist eigentlich gut. Ja. 1-7 ist eigentlich eine gute Bewertung. Nehmen Sie. Ja, sehr gerne. Guck mal, sie sagt schon, sie freut sich. Das hatten wir noch nie. Lach, Smiley hatte sie. Ich schwöre. Oh, achte auf die nächste, Berko. Kommst du. Siehst du? Die freut sich. Die sagt wuhu. Die macht beim Essen einfach Arm in den. Ja. Das muss ja übergut schmecken. Ja. 120, Berko. 120, oh, weil es so gut war. Die gibt Trinkgeld. Die macht Finger hoch, Finger pro Mexiko. Boah, wer ist das? Ja, bitte. Kommst du, setzt du. Auch 120, Berko. Boah, der ist von Hell's Angels, Bruder. Pass auf. Okay, ich nehme mal hier das Geschirr schon mal zur Seite. Das Quast, der hat einfach das Roh, guck mal. Nein. Oh nein. Hätte ich auch nicht gefreut. Warum ist seins Roh? Warte, wir müssen jetzt direkt das nächste machen. Das war's schon. Ja, das und das nächste. Zack. Fleisch drauf. Wo ist das Fleisch? Ah, hier. Mach drauf. So, Tomaten können auch drauf. Für deine Reaktion. Vielleicht ein bisschen Abstand. Ich werde das Fleisch diesmal perfekt machen. Es darf kein bisschen verbrennen. Okay, er wollte das anscheinend roh haben, nach dem Geschmack. Okay. Hallo, willkommen bei Der Döner. Ja, setz dich hin. Leider, Essen kommt noch gleich. Essen ist gleich da. Leider noch nichts. Gleich Essen. So, perfekt gedreht. Tomaten sind gleich fertig. Ich mach schon. Ja, mach ein bisschen sauber. Ah, er wird ungeduldig, aber alles gut. Wir haben es gleich. Tomaten sind fertig. So, schön. Fleisch ist auch sofort fertig. So, schön gut. Anrichten. Und zack, und was zack, und zack, und zack. Rumland? Bam, jetzt könnt ihr euch nehmen. 1,9, Berko! Oh mein Gott. Und Level up. Und wir haben Level up. Ja, nimm sein Geld. 120. Mal gucken, wie viel der gibt. Das ist der erste. Guck mal, der ist richtig zufrieden. Siehst du? Guck mal, noch Smiley. Grüner Smiley. Oh mein Gott. Das hatten wir noch nie. Mach hier sauber ein bisschen Boden. Nehmen Sie sich gerne Essen. Empfehle auch deinen Freunden, ha? Nicht immer Bioladen essen gehen. Ach, hier nur auch. 120, du Geier, ja. 1,9 ergibt nur 120, wie gerade eben, ja. Guck mal die an, die ist auch ihr Fleisch roh. Manche essen das echt roh. Ich mach Werbung, warte nochmal. Beste bei uns, beste Döner. Ich glaube, wir schaffen sogar heute noch mehr zu machen, weil wir so früh angefangen haben. Vielleicht schaffen wir noch ein Fleischberg, das könnte sein. Einfach, mein Game ist gecrashed. Ehrlich jetzt? Oh ne, es wird dunkel, das war's, glaube ich. Oh, what the fuck? Komm wieder rein, du bist bei mir noch drin. Die freut sich wieder, ja, bitte? Ich glaube, du musst mich wieder einladen. Sicher. Da. Hä? Ich bin nicht rausgeflogen, einfach vom Spiel. Ey, du versperrst deine Kutsche auf den Weg, nein! Die kommen nicht durch. Nicht da. Die kommen einfach nicht durch. Oh, ah, doch, es ist trotzdem irgendwer reingekommen. Montana Black. Nein. Montana Black ist reingekommen. Er ist das Letzte. Was ist ein Scheißspiel, Digga? Warum crasht das? Und sie will wieder? Ne, oder? Sie will wieder! Oh mein Gott, Berko! Ich muss hier ganz schnell wieder was machen. Ich dachte, es sind nur zwei Sachen. Oh nein!
Du musst reinkommen schnell. Ich kann nicht. Du musst mich irgendwie einladen über Steam wieder, glaube ich. Ich mach schon mal das Fleisch drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie wird ungeduldig, Berko. Oh nein. Ich muss mich unnormal beeilen. Ich schaff das nicht so schnell ohne dich. Ich schaff das nicht ohne dich, Berko. Warte, ich glaub, ich komm rein. Nein, the game is already started. Nein, ich komm nicht. Ich schaff das. Sie wird sauer. Du musst jetzt den Laden alleine schmeißen, schlafen gehen und speichern, dann kann ich erst wieder rein. Ich zähl auf dich, schaff das. Oh, sie geht gleich, Berko. Sie wird sauer. Warten Sie noch einen Moment, bitte. Es ist gleich fertig, angerichtet. Das Fleisch ist fertig. Was kommt hier an die Theke, Digga? Sag ich so. Der ist over, sie geht, nein! Sie geht, ich wäre fast fertig gewesen. Jetzt habe ich unnötig Fleisch gemacht, Bro. Nur wegen einer Dame, Digga, die sich zu schade ist, eine Sekunde zu warten, ja. Wie unhöflich manche Menschen sind. Gar keine Kunden mehr da. Ja, und ich bin genau jetzt fertig geworden. Es war wieder 1,9. Ach Mann, Digga, ich trag den Müll raus. Digga, so unhöflich manche Menschen, ne? Ich mach kurz sauber. Da hab ich da gerade. Ich dachte Kakerlaken. Ich mach kurz unsere Sachen sauber. Können Teller auch kaputt gehen? Ich denke schon. Armer Mann, Digga. Wir sind aber Level 3, das heißt, Bro, wir können jetzt auch ein neues Menü serven. Ab morgen. Okay, geil. Geil. Stark, Digga. So, ich lasse jetzt hier ein Fleisch hier. Also so ein halbes direkt. Und jetzt haben wir halt ein, was keiner isst. Ich mache Remove. Oh, und das ist einfach nur ein dreckiger Teller. Wie traurig. Unnötig gekocht. Unnötig essen und verschwendet, obwohl Leute da draußen hungern. Werd Bro kochen lassen. So, hast du den Ofen letztes Mal ausgemacht oder nicht? Nee, der ist von selber dann irgendwann verkohlt. Okay, dann sind wir jetzt fertig, mach das Licht aus. So, ich gehe kurz schlafen, um zu speichern. Der Tag war gut, wir sind Level 3 gekommen und wir hatten 8 Customers wieder. Kannst du jetzt wieder reinkommen? Game is saved. So. Oh. Gesicht gewaschen, Zähne nicht geputzt. Ne, hast dich vergessen, wir sind hier. Ich sag, weißt du, wie mein Opa in Türkei ein Dorf immer macht? So, der geht in den Bad, während wir alle am Essen sind, der macht so. Setz dich kurz, lass kurz einen Chai trinken, bevor wir losgehen. So, Bro, warte, ich mach mal das Licht an. Wir haben letztes Mal das Licht, glaube ich, angelassen. Das erste Mal. Nee, doch, Unlock. Wir haben das erste Mal ein neues Menü. Wir können mehrere Sachen machen. Tomatensuppe, es kostet halt ein bisschen was, aber egal, ich unlocke mal alles, was wir können. Jetzt sind wir am Arsch, weißt du warum? Sollen wir Tomatensuppe? Nee, Chicken Breast. Aber wir brauchen dafür neue Sachen. Wir können eh nur drei Sachen. Ja, warte, sollen wir trotzdem dann erstmal unsere Sachen aufbrauchen, die wir noch haben, von dem anderen Menü? Guck mal, das Ding ist, wir müssen jetzt sogar noch mehr kaufen, weil wir müssen Milch kaufen, wir müssen. Ja, warte mal, ich würde tatsächlich gar nicht auf die neuen Sachen gehen. Ich würde erstmal. Doch, wir müssen Chicken Breast machen, oder? Wir müssen schon. Nee, wir können theoretisch machen. Grilled Beef jetzt machen. Wir können 5 Sachen auf dem Menü haben. Ja, deswegen. Ich gehe kurz Fleisch kaufen, Hähnchen. Okay. Dann mache ich schon mal so lange ein Grilled Beef, okay? Saurus, da wir machen. Ich übertreibe mal nicht. Ich kaufe erstmal 3 Stück. Okay, Tomaten, Wasser, Tomatos. Oh nein. Ich habe aus Versehen das Hähnchen in meine Hand genommen. Hast du Milch und Butter? Nee, ne? Ich kauf alles. Ja, hol mal Milch und Butter, dann mach ich schon mal das Erste. Dann mach ich schon mal unser erstes Essen. So. Ich hoffe, die haben unser Paket nicht geklaut. Ich mach mal schon mal schön hier unser erstes Essen. So, ist hier schon irgendwas drauf? Nein. So, schön mariniert. Ah, wir brauchen wieder Kohle. Wir haben keine Kohle mehr. Boah, wir müssen richtig Einkauf machen jetzt. Ja, ich hol die Kohle. Ich geh Butter und so kaufen. Ja. Also Batscha, haben Sie Kohle? Mir. Ach so, ja, dann hol du die Kohle mit. Das da nehme ich, das. Was brauchen wir noch? Menü.
Red Pepper und Green Pepper. Sumak. Die haben hier einfach Sumak. Red. Ach so, okay. Chili Pepper muss ich kaufen. Okay, okay. Tomatensuppe bieten wir auch an heute, ne? Tomatensuppe auch, ja. Wir machen direkt alle drei Sachen. Ich habe schon mal die Teller angerichtet. Wir brauchen mehr Tomaten aber, ne? Wir brauchen mehr Tomaten. Wir haben echt wenig Tomaten. Chicken Breast haben wir auch schon. Das kann ich theoretisch auch schon schneiden. Wir brauchen auch Dings. Ich muss jetzt zum Gemüseladen noch gehen. Ja, mach das mal. So, Season with Salt und Pepper auch drei Stück. Okay. Grill each side. Okay. Red Pepper, Green Pepper und Potato grillen. Alter, ist das krass. Potato slicen. Oh, viel anstrengender. Viel anstrengender. Jetzt, das war nur Aufwärmrunde. Jetzt geht's erst richtig los. Ach, Chili Pepper gibt's jetzt auch. Wo war nochmal hier? Ah, hier. Korkmaz Green. Doch immer so türkische Namen, Digga. Salt und Chili Pepper 3 Gramm, okay. Wow, ein bisschen Digga, Salz. Wir müssen rote Paprika, grüne Paprika und Kartoffeln grillen. Tschüss. Okay, ich hab's mariniert. Wo kriegen wir aber unsere Milch her, Digga, frage ich mich. Ja, vom Milchmann, oder? Schau mal gleich. Ey, warum hast du so wenig Kohle geholt? Ah, keine Ahnung. Mehr brauchen wir erstmal. Ja, du hättest ja direkt schon mehr investieren können. Der hat mir keinen Mengenrabatt gemacht. Ich mach schon mal an, dann mache ich schon mal das erste Gericht, damit die Leute schon mal was essen können. So. Milch. Gleich hier. Dem. Grill each side. Grill Red Pepper. Wir brauchen unbedingt Red Pepper, Green Pepper und Potato. Haben wir alles? Ja. Sehr schön. Ah, da hinten ist ja noch ein Laden. Bier. Verkauft der nur Bier oder was? Ja, der ist respektlos. Whisky, $250, Digga. Das erste Gericht für heute ist sofort fertig. Ich komme sofort. So, das war 1,8, ist gut. So, wir können öffnen, wir können schon mal was nehmen. Ich mache so lange das Chicken das allererste Mal. So, Chicken kann drauf. So, jetzt brauchen wir nämlich Green Pepper. Kann man nur Milch kaufen. Red, warte, so hier, zack. Die mag das Essen, sehr gut. Und Kartoffeln auch. So. Ich kann mich doch verarschen. Mal zu. Digga, das Problem ist... Ach, hier warte, Milch. Oh nein, Digga. Die müssen schnell essen. Und Butter. Ich glaube, ich weiß noch, wie es geht. Bruder, ich hab grad $50 gespendet an unseren Obdachlosen. Warum? Der arme Bruder. Ich scheiß auf ihn! Unser Laden läuft noch nicht! Irgendwann, der hat Geld, Bruder, und dann der kommt. Ja, Bruder, oh mein Gott! Kannst du das Geld von den Leuten annehmen, bitte? Investieren. Ja. Hat geschmeckt. Danke. Ja auch. Boah, die gehen mit 140 diesmal. Ich glaube, die gehen Tag zu Tag immer mehr. Ich räume mir alles schön ein. Butter haben wir auch. So. Setz dich. Grilled Beef. Keine Probleme. Aber wie ist das denn? Können wir immer nur eine Sache anbieten? Ja, ne? Ja, aber nacheinander. Aber ich dachte auch, man kann mehr vielleicht. Kommst du? Ja. Steak haben wir noch übrig. So, der muss das mal hier leer machen. Weil ich weiß gar nicht, wie man das weiter macht. Ja, perfekt. So, Chicken Breast. Wow, wie sind Level up? Okay. The menu cannot be changed.
While the day's still running. Nein! Ich hab's umsonst gekocht, Bro! Oh mein Gott. Wieso? Wieso kann man denn nur 1 von 5? Warte, was werden wir zumachen? Kurz aber das zugemacht? Macht gar keinen Sinn. Eigentlich muss das ja gehen. Hä? Digga, ich hab's jetzt gekocht, Bro. Mann, wie unfair. Ich hab mir voll Mühe gegeben. Aber das ist ja voll scheiße. Kann man immer nur eine Sache anbieten an einem Tag? Anscheinend. Hm. Mann, Bro. Vielleicht können wir so einen Tisch kaufen. Wo hey, man das der hier. Ist sauer wegen seinem Steak. Soll ich kochen schnell? Ja, mach mal ein normales Steak. Ich hab eigentlich hier, ich hab hier den Teller vorbereitet. Das kann er da drauf. Sie auch. Ich guck mal kurz, ob wir so einen Tisch kaufen können. Tomates haben wir noch. Ja, die Tomaten. So. Auch wir können so. Ach Mist, Bro. Geht nicht. Ey, geh weg von dem Grill an. Geh mal weg von dem Grill an. Sehr hässlich. Mach Tomaten drauf, oder? Oh ja, stimmt. Oh, die werden gehen. Der ist sauer, der eine ist sauer, der eine ist sauer gegangen. Wir haben Fehler gemacht, Digga. Ich hab das eine vorbereitet, weil ich dachte, jetzt müssen wir das wegschmeißen. Egal, unsere Stammkunden kommen rein. Mann, Digga, das regt mich gerade richtig auf. Regel Nummer 1, rohes Fleisch niemals in den Grill Fleisch tun, sonst kommen Salmonellen. Was, wenn wir hier diesen Teller in Kühlfach tun? So was macht aber ein richtiger Chefkoch nicht. Ja, warte, dann können wir das morgen wieder heiß machen. Scheiß drauf. Ja, aber das ist so unmoralisch irgendwie. Ja, ich scheiß auf unmoralisch. 1,6 Sterne. Missing Ingredient. Oh, ich habe Kartoffeln vergessen. Kartoffeln kommen gar nicht drauf. Warum stand da dann Missing Ingredients, Digga? Hä? Kommen jetzt neue Kartoffeln drauf? Das waren... Oh nee. Mein Gott. Hä? Da, auf der Liste sind keine Kartoffeln. Vielleicht hast du Tomaten nicht. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Was? Egal, der ist trotzdem zufrieden. Was ich hast du denn vergessen? Das Fleisch zu würzen. Oh. Egal. Die ist auch zufrieden. Die hat nicht mal bezahlt. Doch, ich habe schon die Bezahlung angenommen. Ich wollte gerade sagen, Digga. Jetzt müssen wir das removen, ja. Ja, okay. Nicht so schlimm. Ich gehe wieder kurz spenden an den Obdachlosen. Nein! Ich gebe dir nur 20 Dollar diesmal. Bitte, Berko, bitte, lass mich in Ruhe, ja. Komm, du mit deinem Spenden. Da bei dem Bierladen da. Aber komm nicht, ich mach das schnell. Die ist immer noch sauer. Wie eine Backpfeife. Kommst du nach Hause? Ich komm gleich, komm mir nicht hinterher, ich komm gleich nach. Hier hast du deinen 20 Euro Laden. Du verspielst unser Geld! Was? Ich Nein. bin eh links von dir! Oh mein Gott! Du hast unser Geld verspielt! Steh auf! Ja, bevor okay. ich ausraste! Ich wollte für unser Geld. Wer sich hier hinsetzt, geh nach Hause! Geh nach Hause sofort! Okay. Mann! Digga, aber ich hätte das große Geld holen können. Digga, ja, aber scheiß drauf, Bro. Wir arbeiten die ganze Zeit hart. Digga, der verspielt jetzt selber unser Geld. Nein! Das ist dein Ernst. Warte, das war's mal sehen. Der sagt so, wir stehen auf. Der ist hier selber am Zocken. Ja, guck, und wer holt das Geld? Ja, verstehst du? Weil ich weiß, wie das geht. You win. Weißt du was, ich trinke jetzt einen Whisky, Digga, zum späten Abend. Warte mal, ich muss weiterspielen. Wie kommt man denn hier raus? Ich hätte. Ey, Digga, ich wollte nicht spielen. Ah. Oh mein Gott, ich bin einfach betrunken jetzt. Wow. 301. Hey, wie kann man denn werfen? Wow. Warte.
Warte, musst du irgendwie Dartpfeile nehmen? Ach. Wie hast du geworfen? Ach, du bist zuerst dran. Du hast dich einmal getroffen. Ach. Jetzt bin ich, verpiss dich mal. Ich bin betrunken, Digga, kein Wunder. Hast du schon von unserem Laden gehört, hä? Das zählt nicht. Unser Laden neue, wir haben neu aufgemacht. Morroch, Amanau, komm vorbei. Ist ja noch schlechter als ich. Ja, Bruder, ich hab einen weniger, verpiss dich mal. Digga! Boah! Gewonnen! Digga, das macht keinen Sinn. Wir kommen jetzt nach Hause, Digga. Komm, ich höre, wir haben so viel Geld verschwendet. Ja, Digga, keine Ahnung. Ja, Berko! Noch Berko! Berko! Steh auf! Warte. Steh auf! Damit die Zahl gerade wird. Okay, ich hab verloren. Komm. Junge Mann, wer hat dir gesagt, ja, dass es hier ein Casino gibt? Diese 50 Dollar am Anfang habe ich auch da verzockt. Ne, es gab den Obdachlosen. Oh mein Gott. Egal. Ja, immerhin sind wir Level 4 gekommen. Okay, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann leckt meine Eier. Was? Oh mein Gott.